So, jetzt schauen wir uns aber erstmal das hier an. Und ich bin mal gespannt, was sich öffnet. Ich vermute ja, dass es das Bild sein wird. Das Bild von Marcus, das wir hier unten haben. Dass sich das irgendwie in den Boden absenkt oder sowas vielleicht. So. Schauen wir mal. Rätsel gelöst. Gut und Böse sind im Gleichgewicht. Und ich habe ein gutes Gespür. Aber es sah auch schon so unfassbar stark danach aus. Also, mal ehrlich, dieses Bild, naja, es ist mannsgroß. Es hat eine wunderbare Tür gebildet und es ist einfach an einer wunderbaren Stelle auch, um hier einen Gang zu verbergen. Ich würde aber sagen, wir gehen, bevor wir hier uns in die Tiefe stürzen, wo ich mir vorstellen könnte, dass tatsächlich ein neuer Endgegner kommt, gehen wir erstmal in die falsche Richtung. Ich wollte da lang. Gehen wir uns erstmal die weitere Tür anschauen, die sich noch geöffnet hat. Mensch, so viele Möglichkeiten. Das ist ja unfassbar. Neue Gegner? Ach nein. Echt jetzt? Was gibt's denn hier? Sind das Kakerlaken? Was finden wir denn hier? Das klingt nicht gut. Oh shit. Ich nehme mal die große Wumme. Hallo. Verzieht euch. Kommt ihr nicht rüber? Ach du Schande, wie viele sind denn das? Und wieso kommen die hier nicht hin? Sieh mal an. Die kommen hier nicht hin, das finde ich ja schön. Alter, wie viele haben sich denn hier hinbegeben? So, jetzt muss ich erstmal schauen, wie viele Muni ich eigentlich noch habe. Ja, ich verbrate hier gerade ganz schön was an Schüssen. Wie mache ich das denn? Ach, ich hätte einen Molotow-Cocktail benutzen können, theoretischerweise. Ärgerlich. Ich glaube, ich nehme mal Billy. Halt, 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 halt. Bevor du hier rumschießt, gehst du erstmal einen Meter zurück. Und wieso hat Billy jetzt keine Waffe in der Hand? Wir müssen es mal ausnutzen, dass die Viecher uns wirklich nicht erreichen können. Ach du Schande, die stecken aber viel weg. Na, hoffentlich war das jetzt eine gute Idee, so wie ich das gemacht habe. Ich hätte wirklich einen Molotow-Cocktail benutzen sollen. So ein bisschen Bereichsschaden auf die Viecher. Hätte echt nicht geschadet. Also ihnen schon, mir nicht. Das meine ich. So, 6 Schuss, das ist gar nicht gut. Nee. Ach du Scheiße. Das wird lustig. Ich hoffe mal, hier drin sind jetzt keine Gegner. Aber dass sie gleich 4 neue Kakerlaken hier hinsetzen, das ist schon... Also, da habe ich gar keine Worte für. Immerhin, Pistolenmunition ist gut. Ja, Rebecca hat so viel Platz. Das wird wohl was für sie. Wunderbar. So, dann müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen rumsortieren hier. Austauschen. So, wieder zu Billy. Der... Gibt wieder neue Munition, gibt die 6 Schuss wieder zurück an Rebecca. Es ist ein fröhliches Hin und Her. So, haben wir's. Wieder auf Rebecca gewechselt. Und dann schauen wir uns den fröhlichen Ort hier mal an. Ach, sieh mal an. Ein Observatorium, wer hätte das gedacht. Okay, Karte. Die Tür ist zu hier drüben. Ich vermute mal, die werden wir durchlösen, wenn es der Rätsel ist öffnen können, oder? Die Tür ist verschlossen, aber es scheint kein Schlüsselloch zu geben. Ja, es sieht ganz danach aus. Es wird wahrscheinlich irgendein versteckter Mechanismus sein, den wir durch das Rätsel lösen können. Ach ja, was haben wir denn da? Eine Nachricht ist in das Bedienfeld eingraviert. Die 3 Grundprinzipien der Umbrella Corporation. Okay. Interessant.
Gibt's hier irgendwas für uns? Nein. Das heißt, ich habe jetzt vollkommen sinnlos die ganze Munition da reingepulvert in die Viecher. Traumhaft. Traumhaft. Okay, hier können wir also vorerst nichts machen. Was waren das hier? Ehre, Stärke, Mut oder so ein Kram, ne? Disziplin und sowas. Das sind doch die Grundprinzipien gewesen. Gut, schauen wir uns bei Gelegenheit mal an. Momentan gibt's hier nichts zu machen. Das heißt, es bleibt nur der Weg ins Kellerloch. In den kleinen Vergewaltigerkeller. Na, nicht gegen die Säule laufen. Da lang. Mal schauen, wer da mit uns spielen möchte. Vielleicht sind es ja auch Dr. Marcus geheime Lustgemächer oder sowas da unten. Ich habe keine Ahnung. So, Napalm-Muni. Napalm-Muni. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, was uns da erwartet, aber ich weiß, dass es Napalm möchte. So, wo haben wir die? Hier drüben. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Ich glaube, da werde ich mal die Mollys doch eher an Rebecca geben. Alle. Alle! So, und du nimmst die Muni, denn die gehört zu dir. Sie gehört zu mir, wie mein Napalm an der Tür. So, dann speichern wir nochmal. Auch wenn ich ein bisschen unglücklich über die verlorene Munition bin, bei den Kakerlaken. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Es geht halt nicht anders. Sie müssen halt weg. So. Nochmal gespeichert. Da oben hätte ich jetzt wunderbar mein Jagdgewehr nochmal leer schießen können, ne? Ich meine, wenn man sowieso mal unbedrängt ist und wirklich nicht angegriffen werden kann von den Viechern, dann sollte man alles nutzen, was man irgendwie an unnötigen Waffen hat und leer schießen einfach. So, weg da, Billy. Jetzt wird's bestimmt interessant. Sieht schon mal sehr vielversprechend aus hier unten. Ach du Schande. Spinnen. Es musste ja so kommen. So, das wird wieder lustig Munition verbrauchen. Ich sehe es doch schon. Ja, wir bleiben erstmal so, wie wir sind. Was haben wir denn hier an der Wand? Gibt es hier irgendwas? Hallo! Sieht aus wie eine Art Kontrollgerät. Es ist kaputt und funktioniert nicht mehr. Oh! Du traust dich was! So, Rebecca wird jetzt bestimmt in Gelb sein. Natürlich ist sie in Gelb. Denn Rebecca erleidet sofort Schaden, wenn sie auch nur schief angeguckt wird von den Gegnern. Naja, das müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Ach, sieh mal an, was da drüben hängt. Treffen wir die von hier? Ja, machen wir. Purzel, Purzel. Lebt die noch? Nein, die zuckt. Ich glaube, die ist tot. Oder doch, sie lebt! Du Betrügerin! Du Betrügerin! Du hast so getan, als wärst du tot! Ah! So eine Frechheit! So, jetzt lohnt sich ja wirklich fast mit ihr, so langsam das erste Hilfespray einzuwerfen. Wieso habe ich ja eigentlich die blöden Farbbänder dabei? Lass die mal, hier zu Billy rübergeben. Ne, wobei, lass mal anders machen. Wir machen das mal so. Ja, das finde ich gut. Ich riskiere es mal, erstmal weiterzugehen und wirklich zu warten, bis sie in Gefahr ist. Also im Roten, bevor ich das benutze. Ich meine, wenn ich sterbe, ich habe oben gespeichert, wisst ihr? So, Überwachungsraum schauen wir uns gleich an. Es gibt zwei Türen. Okay. Wenn hier drüben nur eine Tür ist, an der wahrscheinlich nichts dran steht. Nein. Und die verdammt nach dem Eingang zum Vergewaltigerkeller aussieht. Schauen wir erstmal hier. Die ist natürlich verschlossen. Gut, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Zeig uns die Foltergeräte. Ah,
mit standesgemäßem Knarren. Was sind wir denn hier? Oh, grünes Kraut. Finde ich gut. So, hier ist auch eine Schreibmaschine und ein Schreiben für uns. Haftanstalt, Liste der Insassen. Ach, das ist der Kerker hier unten. Matthews K. Tod, Entsorgung abgeschlossen. Yay! Mitch D. Tod, Entsorgung abgeschlossen. Keith W. Als Muster präserviert. Ach du Schande, das klingt ja sehr gut. Savage C. Abtransportiert zur Forschungsanlage. Royce M. Abtransportiert. Davids A. Als Muster präserviert. Clark A. Abtransportiert. Allens J. Abtransportiert. Terence O. Tod, Entsorgung abgeschlossen. Kate A. Abtransportiert. Jerry O. Tod, Entsorgung abgeschlossen. Scott S. Abtransportiert. Mitchell F. Abtransportiert. Carrie abtransportiert. Roberts abtransportiert. Alle abtransportierten Individuen sind aus den Akten zu löschen. Da habt ihr was zu tun. Na, das sind doch tolle Bedingungen hier. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt Haft ist, was ihr da macht, oder ob ihr einfach die Leute benutzt als Objekte für eure Studien. Das klingt mir eher danach. Siehst du mal, Farbband? Wer hat das? Das hat Billy. Dann wollen wir auch mit Billy da hingehen und sammeln die gleich noch mit auf. Speichern werde ich jetzt, glaube ich, trotzdem nicht, weil Rebecca eben so viel kassiert hat. Okay, da hinten sind zwei Räume noch und hier ist auch bloß noch einer. Das sind bloß die Zellen, wie es aussieht. Karte des Kellers der Ausbildungsstätte, wunderbar. So, das grüne Kraut, würde ich sagen, sammeln wir auf dem Rückweg mit ein. Und blau brauchen wir hoffentlich nicht. Jemand zu Hause? Okay, das ist die Flamme, glaube ich, die dieses Geräusch macht. Das bin ich. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das Geräusch mache oder ob es jemand anders ist. Aber das bin ich. Oha. Lass mich raten, nur Rebecca passt so durch. Hahaha, klasse. Okay, es wird Zeit. Rebecca, du musst das erste Hilfespray benutzen. Du hast doch keine Wahl. Okay, wie sieht's aus? Ja, ich glaube, das ist in Ordnung so. Ich glaube, ich wüsste jetzt zumindest nicht, was ich noch großartig hin und her schieben soll. Na dann, Mädchen. Möchtest du klettern? Ein großer Lüftungsschlitz. Rebecca würde sicher herankommen, wenn sie auf Billys Schultern stünde. Rebecca hochheben? Ja, bitte. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Time to go inside. Zeig uns deine Cheerleader-Fähigkeiten und kletter nach oben. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Es sind Foltergeräte. Ich wusste es. Oh, schön mit eiserner Jungfrau. Und hast du nicht gesehen? Da hängt auch der Neunschwänzer an der Wand. Es ist ein Traum. Das ist ja der feuchte Traum eines jeden Sadisten. Das ist sicher eine Art Foltergerät. Nein, wirklich. Am Boden des Brunnens hat sich Wasser angesammelt. Gehen wir mal davon aus, dass es Wasser ist. An den Dornen klebt altes, getrocknetes Blut. Gehört das auch zu den Experimenten dazu? Fakirstühle. Ach nee, elektrischer Stuhl. Gleich verbunden mit vielen Dornen. Das ist natürlich nett. Ein elektrischer Stuhl. Darauf sind zahlreiche Kratzstellen zu sehen. Da hat sich jemand ausgetobt, habe ich das Gefühl. Ist das eine Henkersaxt? Alter. Willkommen im Mittelalter. Bedienfeld Stromversorgung. Sieht aus, als würde dieses Bedienfeld die Stromspannung im Raum kontrollieren. Bedienfeld verwenden. Ja klar, warum nicht? Schalter 1 umlegen auf ab. Ach du Schande, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ja, wir probieren einfach mal irgendwie ein bisschen herum. Ich meine, wo wir hin müssen, wird ja gut angezeigt. So, dann gehen wir da mal ab wieder. Ho! Das geht aber weit ab. Das ist jetzt natürlich ein fröhliches Herumprobieren hier. Mit erfolgreichem Ausgang. Als hätte ich es geahnt.
Schön! Ah, der Elektroingenieur Rudra kommt wieder durch in mir. Schön, wunderbar. Okay, beide Türen sind offen, das heißt, wir könnten theoretisch auch... Ah! Können auch mit Billy jetzt so drüber kommen. Und hier scheint jetzt endlich sich ein Weg zu öffnen. Das finde ich positiv.